So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps im letzten Part haben wir einen Bosskampf hinter uns gebracht und dabei das Licht hier in den kompletten Bereich zurückgebracht. Ich möchte mir jetzt unbedingt anschauen, was hier ist, weil das hat jetzt ja doch nichts damit zu tun gehabt und hier ist irgendeine Höhle, also da wollen wir auf jeden Fall reingehen. Das heißt, ich muss jetzt einfach gerade runter. Perfekt. Das kriege ich hin. Ich muss einfach gerade runter. Ja, wir haben den Bosskampf, wir haben das Licht hierher zurückgebracht. Wir haben vorher auch die Lichtfähigkeit bekommen, mit der wir jetzt dann ziemlich sicher auch in dem Abschnitt weitermachen können, der uns in einem Dorf noch verborgen geblieben ist, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Na, da können wir jetzt auch weitermachen. Finde ich auch sehr gut. Wo bin ich denn jetzt? Ja, genau hier wollte ich hin. Perfekt, genau da wollte ich hin. Sehr, sehr schön. Oha, hier ist ein Moki. Ja, moin. Du leuchtest, bist du ein Geist? Ich habe versucht, Glühwürmchen zu fangen, aber sie entkommen immer. Wenn ich sie vielleicht in etwas reintun könnte. Okay, der braucht ein Gefäß. Da ist leider kein Gefäß dabei. Oh, kann ich hier rein? Das sieht so komisch aus. Doch, ist ganz normales Wasser. Okay, cool. Ja, dann schwimmen wir mal eine Runde und gucken, was hier ist. Mittlerweile können wir ja auch unter Wasser komplett atmen. Also, das ist auch kein Problem mehr. Auch du ärgerst mich nicht. Nice. Sehr, sehr schön. Eine Energiezelle nehmen wir immer gerne mit. Also ein Fragment, aber das ist ja nur der erste Weg dorthin. Der beste Weg dorthin, wollte ich sagen. Kann ich hier noch irgendwo rein? Nein. Da geht auch nichts kaputt. Okay. Dann einfach raus hier. Gut, das war der untere Weg, ne? Jawohl, sehr schön. Dann geht's hier noch rüber. Aha. Das wollte ich nicht. Ich kann ja nicht den Blitz schon wieder rausnehmen, weil wir brauchen den Blitz schon wieder nicht mehr, ne? So. Drückt doch einfach den Schalter. Der öffnet jetzt hier das Tor. Okay. Dann komme ich da immerhin zurück. Ist ja auch schon mal was. Hoppala. Ich finde es gut, wie hier noch so Abschnitte sind, um Luft zu schnappen, für die, die noch nicht das Luft-Upgrade gekauft haben. Also das könnte man auch schaffen mit dem normalen Luftding. Aber wir müssen uns einfach keine Sorgen mehr machen. Und das ist so, so gut. So wichtig. So, da unten war nichts weiter, ne? Nee. Und jetzt kann ich hier einfach hoch. Und da ist jetzt ein komischer Höhleneingang. Nein, das ist so eine... Och, nein. Das ist so eine Kampfarena. Ich habe das Symbol wieder. Jetzt weiß ich wieder, was das Symbol ist. Perfekt. Ach, das ist so eine Kampfarena. Energie erstmal holen. Ja, dann. Wie viel Geld habe ich aktuell? Nicht, dass ich dann mich überlade, weil ich kann maximal 3000 tragen. Habe ich gelernt. 1783, okay. Wie viel bekomme ich da? Mehr wie 1000 werde ich nicht bekommen, oder? Ja, komm, rein da. Stufe 1.
Oh, Moment, wir könnten aber vorher uns einmal ausrüsten. Mann! Genau. Und alles rausnehmen, was mir nichts im Kampf bringt. Wie zum Beispiel, dass ich an der Wand klebe. Das könnte man zum Beispiel austauschen mit... Oh, 3 zusätzliche Lebenszellen einfach so. Chillig. Lass mal gucken, was cool wäre. Kopfgeld definitiv nicht mehr. Oh, fliegen die Gegner. Ja, rein da. Okay, 50%, wenn mir Schaden zugefügt wird, dann nehmen wir den Ultrawurfhaken raus. Ja, ich denke, das ist gut. So, machen Abflug. Ist er weg? Okay. Nice. Mann! Hier, in your face. Sehr schön. Okay, du machst gleich einen Abflug. Du machst gleich einen Abflug. Du regst mich nur auf. So, ganz schnell weg mit dir. Oh mein Gott, da ist auf der anderen Seite noch so eins. Jawohl. Bisher eine relativ machbare Arena. Du willst ja nicht verschreien. Aber die zielen aber schon immer ganz schön gut, ne? Aber das kann ich auch. Oha, was bist du denn? Mach dich mal weg hier, du, mit deiner Maschinengun hier. Und tschüss. Das war's? Oh, das war ja easy. Ach, Splitterplatzverbesserung war das ja. Oh, und ich dachte, ich krieg hier Geld. Ja, umso besser. Oh ja. Oh ja. Ich habe noch einen... Oh mein Gott. Sehr, sehr gut. Einfach noch einen Platz mehr. Ja, optimal. Dann lassen wir das mit den Fluggegnern doch gleich drinne und nehmen das wieder rein, was ich rausgenommen hatte. Und zwar das Kleben an der Wand, ne? Wo ist es denn? Hä, wo ist denn mein Wandkleben? Bin ich doof? Ach, hier unten. Rein da. Dort nehmen wir wieder raus und stattdessen den Ultrawurfhaken wieder rein. Alles andere bleibt drin. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir müssen Geisterschwall auf jeden Fall leveln. Oha. Heller Schrei. Leute, lauter Erfolge hier, die ich gerade freischalte. Gut, aber jetzt ist doch das Gute, dass wir uns einfach porten können, ne? Ich kann mich doch jetzt einfach hier
rausporten. Mit dem haben wir gequatscht. Das haben wir alles hier gesehen. Das, da kann mich jetzt mal. Das ist jetzt nicht so dramatisch wichtig aktuell. Hier unten könnten wir jetzt noch gucken, was da noch ist. Ah, wie komme ich da am schnellsten hin? Ah, wie ich da jetzt hinlaufe. Ah, das machen wir von hier. Okay, wir machen es von hier. Dann erkunden wir mal den Teil da unten noch. Vielleicht schaffen wir dann ja die Schimmelwälder schon komplett abzuschließen. Das wäre natürlich sehr chillig. Spiel lädt nicht. Hallo, ich bin schon hier drüben. Okay, wo bin ich jetzt? Ich bin zu schnell für das Spiel. Oh, perfekt, ich bin schon hier. Ich bin einfach schon hier. Nice. Ja, wunderbar. Geht's hier schon runter? Jawohl. Jawohl. Hier geht's runter. Optimal. Aua. Aua. Und schauen wir mal, was wir hier alles Hübsches haben. Das ist nur zum Aufatmen, ne? Für die, die kein unendliches Wasseratmen haben. Ah, nice. Energiezelle. Rein da. Optimal. Das war doch ein sehr, sehr wichtiger Besuch hier. Und hier, genau, hier haben wir nämlich das erste Mal, da haben wir den ersten Splitter vom Tor gefunden damals. Na, was heißt damals? Ist jetzt auch nur ein Part her, aber egal. Sehr schön. Achso, aber jetzt könnte ich mich ja wirklich rausporten, ne? Jetzt haben wir wirklich hier alles gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass als ich hier runter bin, dass hier der nächste Abschnitt einfach weitergeht. So, ich war ja eigentlich bei den Lumaseen unterwegs und jetzt haben wir einfach hier alles schon mal gemacht. Aber guck mal, 74%, ich habe hier noch lange nicht alles, alles eingesammelt. Irgendwas ist hier noch drin. Keine Ahnung, was da alles noch dazu zählt. Krass. Was kann ich denn hier alles vergessen haben in den Schimmelwaldtiefen? Keine Ahnung, vielleicht die Dinger hier? Zählt das? Ne, das ist schon Quoloxtal. Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Wir wollten dann auch gucken, ob es hier hinten weitergeht. Na, hier irgendwo, da hinten. Da könnte es jetzt nämlich auch weitergehen. Aber da gehen wir nachher hin. Ich will jetzt erstmal wieder ins Dorf zurück. Weil erstens können wir jetzt hier die Dunkelheit machen. Zweitens können wir die nächsten, Erze abgeben. Drittens können wir unser Dings upgraden. Unseren Geldschwall. Und so weiter. Jetzt gehe ich als allererstes mal hier hin. Hast du jetzt irgendwas Neues für mich? Okay, was können wir, also Geisterkugel, die für mich angreift, ist jetzt nichts, wo ich sage, brauche ich jetzt unbedingt sofort. Wirf einen Stern, der zu dir zurückkehrt, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt sofort. Setz die Gegner im Umkreis in Brand, brauche ich jetzt auch nicht sofort. Das klingt jetzt nicht nach etwas, was mir beim Vorankommen hilft. Wirf einen mächtigen Speer aus Licht.
verwendet große Menge an Energie, zerstört instabilen Boden. Aber instabilen Boden kann ich auch schon mit dem anderen zerstören. Also das dürfte jetzt auch nicht hoffentlich wichtig sein aktuell. Sprungangriff mit Geisterschlag verursachen eine Schockwelle. Das klingt halt super geil, ne? Das würde ich mir grundsätzlich mal holen, aber ist jetzt nichts, was wir sofort brauchen. Ich wollte halt gucken, ob diese Dinger hier auftauchen, weil hier gibt es halt jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Aber damit warten wir jetzt erstmal. Das kann man sich holen, wenn man dann alles andere geholt hat, aber das ist jetzt nicht die Priorität. So. Dann jetzt erstmal hier. Ich habe ein Irrlicht vom Licht der alten Weide gefunden. Richtig. So. Jetzt können wir nämlich hier das machen. Und dann fehlt uns nur noch eins, was wir aktuell machen können. Das andere geht noch nicht. Aber jetzt erstmal hier rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier links der Aufstieg ist, weil da ist noch ein Haus gewesen, was ich noch nicht anvisieren konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt genau dort ist. Mehr Häuser bedeuten mehr Muki, genau. So, ich habe aktuell jetzt gar kein Erz mehr. Erst wenn ich 10 Erz habe, geht's weiter. Das ist auch krass. Ich bin einer Spinne begegnet. Sie sind nicht gruselig, überhaupt nicht. Es tut mir leid, dass ich dachte, sie seien gruselig. Sie können auch klettern, es ist unglaublich. Das ist korrekt. Das hast du gut erkannt. So, jetzt erstmal hier. Die habe ich ja schon gesagt, brauche ich aktuell nicht, ne? Ich wollte verbessern. Na, ich wollte verbessern. So. Und zwar... Genau, den Geisterschwall. Für 600 verbessern, optimal rein da. Dann können wir jetzt ab jetzt bis zu 6000 tragen. Dann haben wir jetzt gar keine Geldsorgen mehr. Stoßangriff verbessern braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Braucht man auch nicht. Okay. Perfekt. Aber gerne doch. So. Dann gucken wir jetzt mal, was hier oben sich getan hat. Ne, wo hatten die jetzt gebaut? Wo hat er denn jetzt gebaut, der Kerl? Ich dachte, der hat hier drüben gebaut, aber hat er nicht. Hä? Was hat er denn jetzt angebaut? Ich bin verwirrt. Ich dachte, der hat hier irgendwas gebaut. Das hier war doch auch schon da. Ja. Hä, wo hat er jetzt gebaut? Weil ich dachte hier, dass ich jetzt hier hochkomme. Aber tue ich immer noch nicht. Hat er hier irgendwas gebaut? Warst du schon immer hier? Okay. Ja, hier waren wir schon. Ich will darüber zu diesem Haus endlich mal kommen. Ich dachte, jetzt komme ich zu dem Haus da. Jetzt ist irgendwas dafür aufgetaucht. Aber ist auch wieder nicht der Fall. Ich komme da einfach nicht hin. Aber wo hat denn der jetzt angebaut? Bruder, kann ich mir das nochmal anzeigen lassen? Ja, erzähl nicht den gleichen Quatsch.
Projekte anzeigen. Dächer über Köpfen. Es ist Zeit, neue Behausungen zu bauen. Und zwar auf dem großen Baum am Feuer. Ah! Danke. Das ist hier. Das hat er gebaut. Da, hier, da. Den Kollegen hat er gebaut. Okay. Hoppala. Warst du schon immer hier? Nee. Ein großer Terminator hat das große Rad blockiert und hätte es besiegt. Das ist witzig, wirklich witzig. Wie sollte ein kleiner Geist ein großes Tentanomonster bekämpfen? Das geht nicht. Ja, hast du eine Ahnung? So, das ist neu. Was geht hier ab? Oh. Okay. Okay, ordentlich Geisterlicht. Sehr schön. Aber so richtig, war es jetzt nur für Geisterlicht? Mehr ist hier nicht, ne? Aktuell. Okay, wird vielleicht noch später wichtig. Hast du mir noch was mitzuteilen? Hast du je von Sausen geträumt? Manchmal wache ich auf und denke, dass ich fortgekommen bin. Regal und Schränke voller Samen zum Einpflanzen. Ich habe Samen, 2 Stück. Ich versuchte sie alle zu retten, als der Schneesturm kam. Ich hoffe, ich habe keine zurückgelassen. Ich habe Samen. Ja! Ja! Rein da! Oh mein Gott, was kann ich denn jetzt hier machen? Ah, das konnte ich vorher schon. Huch! Klebrige Angelegenheit. Es überrascht mich nicht, dass du diesen Samen in so weiter Ferne entdeckt hast. Schau, wie klebrig er im Grassamen haftet, sich an Reisende, um frische Erde zu finden. Okay. Der letzte Samen. Ich erkenne diesen Samen. Es scheint, dass der Baum, den ich nicht retten konnte, noch nicht endgültig... Okay. Habe ich. Dann fangen wir an. Da muss ich die Samen hinbringen, siehst du? Das hat das letzte Mal... Oh, jetzt komme ich da hoch. Jetzt komme ich da hoch. Let's go. Let's go. Mehr. Oh. Oh, was? Was? Ein Fähigkeitenbaum einfach? Yo! Ein uralter Baum, der vorhin gezeigt ist. Und jetzt da irgendwann wird der Baum noch lange Zeit bestehen. Yo, also, merken, mit Samen zu dem Kollegen zurückkommen. Das ist halt was, was ich immer wieder verpeilt habe, ne? So, das ist das Problem. Yo, der hat einfach einen Baum hier wachsen lassen. Ich werd bekloppt. Oh mein Gott, gut, dass ich mit dem nochmal gesprochen habe. Ich hätte halt nicht mehr gewusst, wo ich die Samen hinbringen muss. Das hätte ich natürlich aus dem alten Let's Play. Der Conan im alten Let's Play hätte das noch gewusst. Aber der Conan, der jetzt ein halbes Jahr später wieder gespielt hat, natürlich nicht. Oh mein Gott. Wie gut. Wie gut einfach. Was kannst du denn jetzt? Was kannst du denn jetzt? Das Licht der Ahnengeister stärkt dich. Alle Angriffe verursachen jetzt 25% mehr Schaden. Ja, let's go! Oh mein Gott, wie stark! Oh, Ki ist jetzt auch hier. Deinesgleichen ging und meine Bäume fielen langsam, einer nach dem anderen dem Verfall zum Opfer. Doch du bist zurückgekehrt und hast dir ein Zuhause gefunden. Ach, sicherer Boden für den letzten Samen.
Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung auf neues Leben. Vielleicht wird aus dem letzten Samen der erste Baum. Oh Mann, ja. Oh mein Gott, ist das gerade eine wholesome Folge einfach. So, und jetzt kann ich endlich hier hoch. Oha, da ist einfach ein Dingserz. Ja, let's go. Aber jetzt brauche ich wieder 10 Stück erstmal. Vorher geht hier gar nichts. Ach, und hier kann ich nicht mal rein. Das ist einfach nur da. Lol. Ah, das ist ja schon krass. Okay, jetzt rein in die Höhle. Wir kommen ja mit unserem Licht jetzt in der Höhle weiter. Wir kommen hier jetzt ja mit unserem Licht weiter. Die Frage ist, ob das Licht reichen wird. Ich weiß ja nicht, was hier alles auf uns wartet. Also. Zack. Und let's go. Okay, wir schwimmen eine Runde sogar. Hier geht's nicht weiter. Das war eine Sackgasse. Sollte meine Zeit nachher nicht reichen, weiß ich Bescheid, dass ich da nicht lang muss. Ich muss zum Glück auch nicht Luft schnappen. Da geht's auch nicht weiter. Okay, hier ist Licht. Herzförmige Eichel, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Moki gemacht wurde. Oh mein Gott, das ist irgendwas, was ich für den Moki... Gib dem Moki die Eichel zurück. Ach, das ist der da oben, ne? Das ist der da oben. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, ist doch so. Okay. Komm her. Okay, dann war es das für die Eichel. Ja, nice. Und jetzt können wir es ihm zurückgeben, ne? Ihm hier. Ich bin wieder rein. Ihm hier. Hallo, ich will mit ihm reden. Meine Eichel, du hast sie gefunden. Ich werde sie nie wieder loslassen. Nice. 1000 Geister hätte ich, glaube ich, wieder bekommen. Sehr, sehr cool. Und eine Nebenquest erfüllt. Sehr, sehr cool. Okay. Okay. Da haben wir doch jetzt eine Menge hier im Dorf geschafft. Machen wir noch was Kleines oder belassen wir es dabei? Ich würde halt gerne mal die Parts nicht ewig lange machen. Ach lol, hier ist noch ein Geist. Hä? Bin ich dumm? Ach, da ist der Knochenfeuer. Da komme ich noch nicht ran. Das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Projekt von ihm. Ist in Ordnung. Warum ist das so ein Symbol? Das habe ich doch eingesammelt, oder bin ich jetzt blöd? Hä, warte mal. Ist da was neu aufgetaucht? Mein Gott. Der unfähige Boss. Wait, habe ich mit dir schon mal gesprochen? Ja, doch, doch, doch. Hä,
Hä, aber dass da oben was anzeigt? Oh, hier ist ein Eingang. Oh. War ich da schon mal drin? War ich hier schon mal drin? Nein. Definitiv nicht. Yes. Nice. Dann ist es jetzt auch erst aufgegangen. Oder war das vorher schon offen und ich habe es noch nicht gesehen? Man weiß es nicht so genau. Nee, ich glaube, das ist eine der neuen Behausungen, die Dings aufgemacht hat, ne? Deswegen hat die auch so geleuchtet auf der Karte. Sehr, sehr cool. Okay. Ja, jetzt ist es auch weg, nämlich. So, ich wollte hier noch. Ach nee, das ist, glaube ich, auch, das ist der Kollege hier. Ah, okay, da komme ich ran, wenn ich mit dem Kollegen was mache. Ich verstehe. Gut. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie ich hier hinten da durchschwimmen kann. Na, so, das ist mir noch ein Rätsel. Aber wir haben ja noch ein paar Wege offen. Tatsächlich. Zum Beispiel hier. Da geht's noch weiter. Und ich würde jetzt aber auch vermuten, dass wir hier hinten weiterkommen. Das wäre jetzt das Erste, was ich mal... Wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob ich hier weiterkomme. So für den nächsten Part. Das machen wir noch und dann hören wir auf. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so ewig lange hier rumwurschteln. Ach, hier war der Knochen. Okay, ich komme noch nicht durch den Knochen, na? Oh, Okay, aber ich komme jetzt hier weiter. Hier können wir Schemen im Sand sehen, Ori. Einst war dies die Heimat der Gorlek, ehe der Verfall sie unter die Erde trieb. Ob ganz Niven so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Okay, Windwüste. Ah, hier lerne ich dann bestimmt eine Fähigkeit, um mit dem Sand umzugehen. Okay, 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 okay. Aha. Komm mal her, Kollege. Oder du. Du kannst auch herkommen. Mach mal deine Kugel. Ja, nicht so. Danke. Die hat nicht getroffen. Was? Oh, das war die falsche Taste. Moment. Hä, ich dachte, ich kann die mit dem öffnen. Wenn der die dagegen schießt. Hm. Oder muss ich die Dinger dagegen schießen? Nee, kann ich gar nicht. Ja, schade. Ist aber übrigens komisch. Normalerweise konnte ich die doch immer so öffnen. Ich meine, ist ja scheinbar nur geisterlich dahinter. So, es gibt Schlimmeres. Aber komisch. Ja, aber wie gesagt, hier scheint es tatsächlich weiterzugehen. Ja, hier komme ich auf jeden Fall weiter. Stopp, langsam. Das Gorlek-Ernst nehmen wir uns noch mit.
Sehr, sehr cool. Ja, also definitiv lerne ich hier mit dem Sand umzugehen. Ist das eine Schaufel? Die kann ich nicht mitnehmen, ne? Schade. Kurz Energie heilen. Jawohl. Ach, wisst ihr, was wir gerade noch umstellen? Ich habe den Magneten gar nicht aktiviert, ne? Wo ist denn mein Magnet? Hier. Was nehme ich stattdessen raus? Ja, komm. Wir machen auch so jetzt genug Schaden. Und hier scheinen jetzt nicht so viele Fluggegner gerade zu kommen. Hä? Was ist denn jetzt mit dem Viech passiert? Oha. Einfach so ein Geisterviech geworden. Ah, da komme ich nicht ran. Okay, muss ich hier durch. Schneller. Okay, jetzt komme ich hier hoch. Das ist krass, den zieht man erst so ein bisschen raus und dann, okay. Okay, hier geht es auch noch nicht weiter. Okay. Da ist wieder so ein Viech. Interessiert mich aber gerade nicht. Okay. Warum kann ich hier keine Karte lesen? Kommt nix. Na gut. Eigentlich wollte ich aufhören, ne? Ja, sollen wir hier mal abschließen? Oder machen wir noch ein bisschen? Aber ich will ja die Parts eigentlich nicht so lange werden lassen. So, warum bin ich jetzt wieder so... Ich hab's extra gesagt, ich möchte es nicht so lange... Oh. Schalter. Ich habe extra gesagt, ich möchte es nicht so lange werden lassen und jetzt bin ich schon wieder so hier... Ich will weiterspielen. Aber ich meine, ich kann ja auch weiterspielen. Ich kann ja problemlos weiterspielen. Ich muss halt einfach nur den Part beenden und einen neuen starten. So, easy. Okay, da drüben ist auf jeden Fall noch so eine... Wir versuchen noch die Fähigkeit zu holen, dann hören wir auf. Oh, wait, ich sehe da was. Ah, shit. Ah, nee, das war gut. Jetzt ist das hier nämlich offen. Oh. Der hat mich gekillt. Na gut. Ist stark, aber ich auch. Und wir werden ja mit jedem Geldstück stärker. So, jetzt komme ich auch hier rüber. Und jetzt komme ich auch hier hoch. Und damit komme ich zu der Fähigkeit, richtig? Nein! Sie ist hier daran zerschellt. Okay. Aber easy, kriegen wir hin. Wie hat es denn zuvor jetzt... Also wie hat sie es denn vorhin bis nach vorne geschafft? Na, easy. Ach komm. Der war doch schon weg. Frech. Das war ja richtig frech.
Ach komm! Wie knapp das immer ist. Okay, ich muss sie berühren. Na, ich hab... Ach, jetzt ist er wieder aufgetaucht schon, okay. Wieso? Hä? Wie frech? Der war doch schon wieder weg eigentlich. Alter! Der hier ist echt fies. Der kommt sofort wieder. Und jetzt bleibt er weg. Hä? Okay, dann halt so. Bei unter 15% Gesundheit verursachst du 20% mehr Schaden. Ah, okay, ja, sowas ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man es noch leveln kann. Was ist das? Oha! Oh, ich verstehe. Auch cool. Gorlek-Minenarbeiter, wer bist du denn? Reisender auf ein Wort. Nein, keine Sorge, ich bin nicht im Verfall. Ich bin im Verfall entkommen, der von so viel meines Volksbesitz ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du hast nicht zufällig etwas Wasser, oder? Ich fürchte, meine Feldflasche ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Nicht, dass ich Durst hätte, wir Gorlek sind hart im Nehmen. Ich könnte tagelang in dieser Wüste überleben. Aber hin und wieder ein Schluck frisches Wasser tut der Seele gut und meine Seele ist am Verdursten. Ich würde dir sofort Wasser holen, wenn ich Wasser habe. Okay. Er will Wasser. Klares, reines Wasser. Gut, merken wir uns. Ich bedanke mich jetzt aber wirklich fürs Zuschauen und sage Tschüss.